Sind das jetzt gute Cluster oder schlechte Cluster? Immerhin haben wir uns letztes Mal den Kaminsalgorithmus angeschaut und wir haben einen Zufall gestartet. Also, das kann jetzt zufällig gut sein, vielleicht auch zufällig schlecht. Wie können wir mit dem umgehen? Wie können wir ermitteln, ob es gute Cluster sind, schlechte Cluster sind? Wie können wir ermitteln, wie viele Cluster wir vielleicht auch machen sollen, wenn wir diese Anzahl nicht wissen? Ja, das erfahrt ihr in diesem Video. Also, eine Lösung wäre zum Beispiel, wir starten den Prozess des Kamins mehrfach, dann ergeben sich unter Umständen auch unterschiedliche Cluster, jetzt könnten wir dann einen Mehrheitsentscheid machen, oder wir nehmen klassischerweise das Clusterergebnis mit der minimalen Varianz. Die Varianz in dem Fall ist immer durchaus eine spannende Geschichte, da geht es um die quadratische Abweichung zum Mittelwert, also der Mittelwert einmal ausgerechnet, den Durchschnitt sozusagen. Und dann jede Abweichung, sprich wieder die Distanz zum Quadrat, berechnet von jedem Punkt, das alles aufsummiert durch die Anzahl, dividiert die BIE. Gut, das heißt, die Varianz ist eigentlich ein Maß, wie zerstreut der Cluster ist. Wenn man sich das überlegt, eine kleine Varianz, quadratische Abweichung zum Mittelwert, heißt ja die quadratische Abweichung vom Zentroiden. Das heißt, die ist natürlich klein, wenn sich alle Punkte möglichst nahe beim Zentroiden befinden. Die wird groß, wenn einzelne Ausreißer dabei sind oder der Cluster sehr zerstreut ist. Also eine Möglichkeit, wie man das mal prüfen kann. Ja, wie kann ich die Cluster noch analysieren? Ich kann mal sagen, eben im Sinne der Kompaktheit, ich nehme die sogenannte Intracluster-Distanz. Es gibt auch die Variation der Intercluster-Distanz, ja, sozusagen der Abstand zwischen den Zentroiden sozusagen, die Intracluster-Distanz ist sozusagen eben die Kompaktheit, was wir gerade hatten. Und eine Option, wie wir jetzt Cluster dann mit diesen zwei Werten mehr oder weniger analysieren können, ob das gute oder schlechte mehr oder weniger Cluster sind, ist die Silhouettenanalyse. Wir haben hier eine, naja, lustige Formel, und zwar S von P ist der Silhouettenkoeffizient des Punktes P. Das heißt, diesen Koeffizienten rechnen wir uns für jeden Punkt aus. Für jeden Punkt. Und dann der Average Due sozusagen ist die durchschnittliche Distanz zwischen P und allen anderen Punkten des Clusters. Also die Intracluster-Distanz. Und jetzt die AVGDF ist die minimale Durchschnittsdistanz von P zu allen anderen Punkten, allen anderen Clustern. Also heißt auf gut Deutsch die minimale Durchschnittsdistanz. Wir errechnen uns die durchschnittliche Distanz von dem Punkt P zu allen anderen Punkten in einem Cluster und nehmen davon den Durchschnitt. Und wenn es mehrere Cluster gibt als zwei, dann machen wir das auch nochmal für alle Punkte in einem im dritten Cluster, und dann nehmen wir von diesen durchschnittlichen Cluster-Distanz den minimalen Wert. Ja, das sind die zwei Werte. Da sieht man, das werden einige Schleifen, wenn man das händisch programmiert. Und ja, am Ende des Tages setzen wir dann ein. Wir nehmen sozusagen die durchschnittliche minimale Durchschnittsdistanz von P zu allen anderen Punkten aller anderen Cluster. Subtrahieren davon die durchschnittliche Distanz zwischen P und allen anderen Punkten im Cluster und gehen dann her und dividieren durch das Maximum dieser zwei Werte. Und das müssen wir machen für jeden einzelnen Punkt. Für jeden einzelnen Punkt machen wir das und jeder einzelne Punkt hat dann so einen Silhouettenkoeffizienten. Ja, yippie, herzlich noch viel Arbeit an. Was kommt im Endeffekt raus? Der Koeffizient wird für jeden Punkt P berechnet und dann kommt was raus. Schlussendlich wollen wir sagen, okay, 1 heißt sehr kompakt, minus 1 heißt genau nicht kompakt, heißt möglicherweise sogar, dass sich Cluster überlappen. Und wenn wir das ausrechnen für jeden Punkt, dann gibt es jetzt sowas aus Wikipedia mal rausgenommen, das Thema. Hier sieht man drei Cluster, rechts und links sieht man entsprechend die Silhouettenkoeffizienten. Und da sieht man beim unteren links unten bei den lilanen Punkten gibt es eine große blaue Fläche. Und die große blaue Fläche ist quasi ein Indikator, wo alle Punkte sehr nahe bei 1 sind. Heißt, wir sind sehr kompakt.
Der grüne hingegen ganz oben, was dem gelben Cluster rechts entspricht, da sehen wir kleine Werte und kleine Werte. Naja, heißt, der ist nicht sehr kompakt, das sieht man auch im Bild, wenn man die Werte darstellt. Die grüne strichlierte Linie ist jetzt der Score des Clusters, also oder so ein durchschnittlicher Score. Jeder Cluster kann jetzt, was machen wir mit so vielen Werten für jeden Punkt, einen Wert. Wir brauchen ja jetzt eigentlich einen Wert für den Cluster und das ist nichts anderes wie im Endeffekt der Durchschnitt aller Einzelkoeffizienten. Also der Durchschnitt aller Einzelkoeffizienten und jetzt kann ich wieder eine Gesamtscore ermitteln, wenn ich da wieder den Durchschnitt verwende. Ja, IPAE, aber dann haben wir was, wenn wir sagen, okay, je größer dieser Score ist, umso besser sind die Cluster, die wir mehr oder weniger zufällig gefunden haben. Jetzt sind wir immer davon ausgegangen, wir wissen, welches K wir verwenden wollen. Naja, das wissen wir vielleicht nicht immer. Dazu gibt es auch eine Analyse, die Ellbogenanalyse, dazu mehr im nächsten Video.